Ich weiß, das ist nicht gesund, aber es ermöglicht mir eine beschwerdefreie Fahrt. Und da ist mir mein eigenes Wohl einfach am nächsten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sommerzeit ist Reisezeit und auch Markus und mich hat das Reisefieber gepackt, sodass wir heute eine 30-stündige Fahrt vor uns haben, denn wir fahren gemeinsam nach Portugal. Und hier siehst du schon mal so die groben Vorbereitungen, die ich gerade dabei bin zu treffen. Denn in 3 Stunden hat mein Mann Feierabend und dann geht's auch schon los. Ich persönlich liebe Reisen, auch wenn wir jetzt schon das 5. Mal nach Portugal fahren. Wir fahren mit dem Auto. Trotzdem ist es für mich immer eine Sache, die auch mit einer Menge Anstrengung verbunden ist. Denn was ich mir sicher sein kann, ist, dass die Achalasi ganz unverblümt mit ins Reisegepäck springt. Und deswegen dachte ich mir, drehe ich in diesem Video mal, ja, so was ich so an Vorbereitungen treffe. Denn es geht ja nicht nur um die Ernährung, sondern auch um die, ich sag mal, medizinische Versorgung im Falle eines Krampfes oder auch um die Klamotten. Denn so eine Autofahrt, 30 Stunden gebeugt zu sitzen, ist nicht so ganz geil. Nicht für die Speiseröhre, nicht für den Bauch. Sei es auch mit jeder anderen chronischen Erkrankung, kann ich mir das etwas herausfordernd vorstellen. Klar, man ist unterwegs mehrere Stunden. Das ist oftmals mit Stress verbunden. Dann wirst du aus deiner täglichen Routine rausgerissen. Du kannst deinen Essensgewohnheiten nicht so nachgehen. Kann auch sein, dass du vielleicht unterwegs einen Krampf kriegst. Das hatte ich letztes Jahr, als wir nach Portugal gefahren sind, im Dezember. Da habe ich in Spanien den Krampf meines Lebens gehabt und ja, nach da schon 20 Stunden Autofahrt einen Krampf zu kriegen, wo man eh schon am Ende seiner Kräfte ist, ist nicht geil. Und deswegen, ja, würde ich sagen, starten wir mal mit dem, was wir zu essen mitnehmen. Wir haben ungefähr 30 Stunden Autofahrt mindestens vor uns und das ist eine ziemlich lange Zeit. Deswegen bin ich da lieber etwas besser vorbereitet, als hinterher gar nichts zu haben. Ich mag persönlich ganz gerne Brioche essen. Das ist total weich. Ich habe die jetzt schon mehrere Male gehabt und hatte davon keine Krämpfe. Die werde ich mir gleich belegen mit gekochtem Ei und Schokotäfelchen. Natürlich Babygläschen. Das ist der absolute Burner, wenn man eine Schluckstörung hat und unterwegs ist. Die sind gut bekömmlich, die reizen die Speiseröhre nicht, zumindest bei mir. Und ich denke mal, dass ich hier mit ziemlich gut aufgestellt bin. Ich esse Laugenbrötchen auch sehr, sehr gerne nackt, also unbelegt. Deswegen lassen wir die Packung verschlossen und nehmen die dann so mit. Wenn du so weiches Zeug auch unterwegs essen solltest, ist es aber wichtig, genug nachzutrinken, damit nichts in der Speiseröhre kleben bleibt. Wie du siehst, sind die Sachen nicht wirklich gesund. Ich bin mir dessen auch vollends bewusst, dass das jetzt hier kein Balanced Food ist und ich dir leider keine fancy Smoothies oder Bowls zeigen kann, die ich vorbereite. Ich würde auch gerne frisches Obst oder Gemüse mitnehmen, nur leider ist es bei der Erkrankung so, zumindest bei mir, dass ich mit dem Essen von rohem Obst oder Gemüse immer ein Risiko eingehe, einen Speiseröhrenkrampf zu kriegen. Und das ist das, glaub mir, das allerletzte, was ich auf einer Autofahrt von 30 Stunden und 2600 Kilometern erleben möchte. Das hatte ich letztes Jahr, brauche ich nicht nochmal. Und hier möchte ich dich auch ermutigen, zum Beispiel, wenn du Babygläschen isst. Ich habe schon so oft dumme Kommentare bekommen. Also ich habe mittlerweile gelernt, da drüber zu stehen. Es ist mir total egal, was andere denken. Hier möchte ich auch dich ermutigen, wenn dir Babygläschen oder Babyessen gut tut, mein Gott, dann ess es, ja, weil du musst mit deiner Speiseröhre klarkommen. Das ist für mich auch ein Learning gewesen oder auch hier Milchbrötchen. Ich weiß, das ist nicht gesund, aber es ermöglicht mir eine beschwerdefreie Fahrt und da ist mir mein eigenes Wohl einfach am nächsten. Ist leider so. Und auch zu dem Thema Veganismus. Ich habe mich sehr lange vegan ernährt und ja, mit der Veränderung oder der Fortschreitung meiner Achalasie waren gewisse Dinge einfach nicht mehr möglich, so zu essen, wie es vorher war. Mag dem einen oder anderen jetzt sauer aufstoßen, aber auch hier habe ich mich komplett frei gemacht, mich zu rechtfertigen für meine Ernährungsweise. Denn ja, mit einer chronischen Erkrankung, die den gesamten Verdauungstrakt mehr oder weniger betrifft, muss man sich anpassen, um damit zu leben. So,
Soße muss immer drauf, damit es besser rutscht. Das ist jetzt meine erste Variante. Ein Brötchen einfach nur mit ganz mildem Senf und Ei. Ich persönlich habe gekochtes Ei probiert und vertrage das sehr gut. Da ist die Wahrscheinlichkeit eines Krampfes sehr, sehr gering. Genau. Und es rutscht gut. Persönlich liebe ja auch süßes Zeug und deswegen machen wir die anderen beiden Baguettes mit Schokolade. Dunkle Schokolade vertrage ich auch sehr gut. Das hilft übrigens auch bei Speiseröhrenkrämpfen, zumindest wenn man so leicht merkt, dass die Röhre anfängt zu zicken. Und um auch ein paar Kalorien reinzukriegen unterwegs, weil die Babygläschen haben ja nichts, belegen wir jetzt die anderen beiden Baguettes mit dunklen Schokoladentäfelchen. Ich weiß, auch das ist nicht gesund, aber ich vertrage es gut und das schmeckt mir und deswegen mache ich das jetzt. So, das sind jetzt die fertig belegten Brioche-Baguettes. Wie gesagt, ich weiß, das ist nicht wirklich gesund, aber ich vertrage das und deswegen mache ich da bei so langen Fahrten gerne mal eine Ausnahme. Diese Kombination, damit kann ich sicher sein, dass ich die Fahrt gut überstehe. Oh, so, das Essen hätten wir jetzt soweit vorbereitet. Jetzt wollte ich dir einmal kurz zeigen, was ich so mitnehme als Medipack, sag ich mal, weil Krämpfe, weißt du vielleicht selber, die kommen immer, wenn man sie nicht braucht und nicht erwartet. Deswegen bin ich auch gerne in dem Fall vorbereitet und zeige dir einmal kurz, was ich mitnehme. Das ist auch gar nicht allzu viel. Das sind diese drei Sachen hier. Und zwar als erstes japanisches Minzöl. Das habe ich seit neuestem für mich entdeckt. Das tut meiner Speiseröhre richtig, richtig gut. Ich verlinke dir auch mal hier oben ein Video, wie ich dir zeige, wie man damit Speiseröhrenkrämpfe lindernde Eiswürfel herstellt, Hangman. Und genau, für den Fall, dass ich unterwegs einen Speiseröhrenkrampf bekomme, nehme ich das entweder so ein, zwei Tropfen auf die Zunge und lasse das dann runterfließen. Oder ich mache mir das ins normale stille Wasser rein und trinke das dann. Ist nicht lecker, aber es hilft. Als nächstes schauen wir uns an, was ich hier in diesem kleinen Beutel habe. Das ist mein Pillenpäckchen. Hier habe ich Buscopan Plus mit drin. Das ist ein krampflinderndes Schmerzmittel. Gerade im Fall eines Speiseröhrenkrampfes, der etwas stärker ist, ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Meine Übelkeitstabletten. Leider ist es nach wie vor so, dass ich oft mit Übelkeit zu kämpfen habe. Gerade wenn man Auto fährt und länger im Auto sitzt, über ruckelnde Straßen fährt, whatever. Die lutscht man einfach und genau, das hilft auch richtig gut. Ja, seit meiner OP habe ich vermute, dass es das Dumping-Syndrom ist, vermehrt damit zu tun, dass ich ja 3-4 Stunden nach dem Essen, wenn es Kohlenhydrate waren, was ich ja, wie du gesehen hast, sehr viel mit an Essen habe, dass ich danach mit Zitteranfällen zu tun habe. Man sagte mir, das ist eine Folge der Magen-OP oder der Speiseröhren-OP, der Hellermyotomie mit Funduplicatio. Und da hilft mir, wer hätte es gedacht, Traubenzucker. Die habe ich auch, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, ein paar davon dabei. Denn Zitteranfälle sind mega unangenehm. Ich kriege Herzrasen, Schweißausbrüche und halt Zitteranfälle. Auch das kann ich während einer Autofahrt überhaupt nicht gebrauchen. Und das hilft mir dann auch sehr gut. So, jetzt packe ich den Kram wieder hier rein. Dann kommen wir zu dem letzten, was ich mitnehme. Das ist auch wirklich nur ja, Schwarzmalen Deluxe, sag ich mal, für den Fall, dass man ins Krankenhaus muss. Ich gehe natürlich davon aus, dass ich es nicht muss, aber im Falle eines Falles nehme ich auch mein Achalasi-Ausweis mit. Wir fahren in ein fremdes Land. Ich spreche leider noch kein Portugiesisch. Und im Falle eines Falles, dass wir ins Krankenhaus müssen, wie gesagt, ne, das ist jetzt aller Worst Case, nehme ich den hier mit, denn hier steht mein Name drauf, mein Geburtsdatum und hier steht auch nochmal in Englisch erklärt, was Achalasie ist und was man im Falle einer Untersuchung im Krankenhaus beachten muss. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich so einen Ernstfall hat und es einem richtig scheiße geht, nicht wirklich in der Lage ist, auf Englisch korrekt zu erklären, was in einem abgeht. Und dieser Ausweis hilft wirklich dabei, dem Arzt im Worst Case, ja, klar zu machen, was Sache ist, was beachtet werden muss, denn wir Achalasie-Patienten haben eine extrem zickige Speiseröhre und dieses Zettelchen wird dem Arzt zu verstehen, ja, dass unsere Speiseröhren Dieven sind. Jetzt gehen wir auf das letzte und wahrscheinlich lapidarste ein, die Klamotten bei einer längerstündigen Autofahrt. Wie du siehst,
Ich bin total locker gekleidet, ich lasse das an, denn ich habe oft Probleme, dass ich mich aufgedunsen fühle, wenn ich länger in so einer Position sitze. Und ja, deswegen ganz easy. Jogginghose, lockeres Oberteil, auch hier spannt es nicht. Ganz easy. Ja, jetzt warte ich, dass mein Mann nach Hause kommt und wir dann nach Portugal fahren. Ich weiß nicht, ob ich von der Fahrt selber was filme. Ich vermute, dass das Video hier schon sehr lang geworden ist. Aber ich denke mal, dass wir uns das nächste Mal dann in Portugal sehen. Ja, und wenn du auch verreisen solltest, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du so für Hacks hast, um mit der Achalasi relativ entspannt zu reisen. Und schreib mir das gerne in die Kommentare. Du kannst natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn du mir dabei helfen möchtest, mehr Bewusstsein für Achalasi in die Gesellschaft zu tragen und diese unsichtbare Krankheit sichtbar zu machen. Und genau, gib dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video und bis dahin. Bye, bye!